Und dann haben wir auch die Forderung aufgestellt, dass Arbeitszeitverkürzung eben zu Arbeitsplätzen führt und auch zu ja, einem besseren qualitativen Leben und damit eigentlich allen geholfen ist in der Gesellschaft, den Arbeitslosen, den Arbeitern, den Leuten, die bestimmen, worum es ja, geht. Und Arbeitszeitverkürzung, das passiert ja gerade gegenwärtig zum Beispiel bei Daimler oder in anderen Betrieben. Kurzarbeit heißt das. Ja. Aber wir meinen natürlich mit der Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Denn wir müssen entsprechend die Miete bezahlen, wir müssen essen, wir wollen uns auch mal erholen. Und das geht doch nicht, indem weiter das Lohnniveau gesenkt wird. Und ich finde es aber ganz wichtig, es waren ganz viele Menschen auf der Straße, es waren 100.000 auf der Straße gegen Hartz IV. Und ich denke, viele haben resigniert, weil wir doch nicht so schnell das Ziel erreicht haben, dass Hartz IV und die Agenda 2010 abgeschafft wird. Und ich möchte trotzdem appellieren, mancher Kampf, der dauert, dass die Menschen, die resigniert haben, dass die sich uns wieder anschließen, dass die wieder auf die Straße gehen. Und es gibt auch so ein falsches Bild, was wir auch erleben, wenn wir unterwegs sind. Wir waren auch in verschiedenen Stadtteilen und wir rufen Hartz IV muss weg. Dann gab es Menschen, die haben gesagt, was, das wollt ihr uns auch noch nehmen. Und das möchte ich mal wirklich entkräften. Wir haben eben positive Alternativen. Wir möchten ihnen das Hartz IV nicht wegnehmen, sondern wir stehen für ein menschenwürdiges und besseres Leben auf der Straße. Ganz konkret um die Vorzahlung von Arbeitslosengeld 1 ohne Frist